Hallo und herzlich willkommen im Wald. Hier heute mal wieder Survival-Baumwissen. Hasel. Ne? Hier ein Haselstrauch, typischerweise am Waldrand anzutreffen. Ja, damit haben wir schon den ersten Punkt. Hasel ist immer, Strauchhasel insbesondere, immer typischerweise am Waldrand anzutreffen. Ihr könnt sie auch an Waldlichtungen im Wald finden. Und ansonsten ist es relativ egal, auf welchem Boden. Ganz typische Art des Waldmantels ist eben die gute Strauchhasel. Deutschlandweit, weit verbreitet. War mal Vegetationsentwicklungsgeschichte technisch die dominierende Gehölzart Mitteleuropas, aber das ist eine Weile her. Danach kam die Eiche und dann kam irgendwann die Buche. Und ja, die haben wir ja heute noch als theoretisch dominierende Gehölzart Mitteleuropas. Hasel ist sehr vielseitig verwendbar für die Anwenderebene. Zunächst mal ist natürlich beim Holz zu sagen, man kann es verbrennen. Klar, ist ein unspektakuläres Brennholz ohne besondere Brennholzeigenschaften. Aber verbrennen lohnt sich oft nicht, da Hasel in diesen einzelnen langen Stecken quasi wächst. Insbesondere wenn sie mal abgeschnitten wurde, dann schlägt sie wieder aus mit eben diesen langen Stängeln nach oben. Es bietet sich daher an, aus dem Holz irgendwas herzustellen, was halt eben diese langen Stängel nutzt. Beispiel: Pfeile. Für Pfeile, wenn man sich jetzt irgendwelche basteln möchte, ist natürlich praktisch, weil diese einzelnen Stängel unglaublich gerade sind. Andererseits ist Hasel auch ein durchaus recht zähes Holz, das beim Aufprall gute Eigenschaften hat für einen Pfeil. Leider ist es ein bisschen schwer. Das macht es dann als Pfeil wieder so Pro-Kontra-Liste. Wenn man nichts Besseres finden kann, ist Hasel definitiv natürlich eine Möglichkeit. Durch die Zähigkeit des Holzes eignet es sich auch hervorragend, um eben nicht nur Pfeile, sondern auch einen Bogen zu bauen. Der ganz einfache Hasel-Survival-Bogen, den ich mir schon zigmal, als ich noch klein war, gemacht habe, ist wirklich, man nimmt hier halt einfach ein Plus-Minus, je nach persönlicher Körperkraft, dicke möglichst, muss nicht unbedingt gerade Stange sein, kann auch leicht gebogen sein, aber die geraden sind meistens doch am einfachsten. Nimmt so eine, sägt die sich unten ab, biegt die, macht dann beide Enden eine Kerbe und eine Schnur dran und schon hat man so einen ganz einfachen Survival-Bogen wirklich ruckizucki herzustellen. Man kann damit einen Pfeil über 5 Meter gerade schießen. Mehr ist dann wahrscheinlich auch schon wieder nicht drin. Insbesondere, wenn es nur ein improvisierter Haselstock-Pfeil ist. Aber ja, ne? Man kann selbstverständlich auch einen deutlich dickeren Haselast nehmen, so einen dicken haben wir hier jetzt gar nicht, dass der passen würde, und sich da dann einen richtigen Bogen rausschnitzen. Hasel lässt sich, wenn man es über Wasserdampf heiß macht, ähnlich wie Buche, auch so ein bisschen vorbiegen. Man kann sich dann also damit auch einen ganz guten Recurve-Bogen bauen. Ist so das klassische, heutzutage anzutreffende, für Otto Normalverbraucher verfügbare Holz zum Bau von Bogen oder auch Armbrustbügel oder ja, sowas in der Richtung. Ne? Früher hat man es auch gerne verwendet für Wurfspeere, also die Eigenschaften, die für einen Pfeil nicht so praktisch sind, dass es relativ schwer sind, geben ihm als Wurfspeer dann nochmal ein bisschen mehr Power. Wenn man sich aus Hasel selber einfach eine Spitze an den Stock spitzt, die ist zwar recht zäh und auch einigermaßen hart, wäre aber noch eine Option, das Ding dann im Feuer noch zu härten. Durch das Feuer wird auch wieder das Lignin, der Zemente, der das Holz stabil macht, quasi ein bisschen angeweicht. Wird dann wieder fest, nachdem das Ganze nach dem kurzen Ankohlen wieder fest wird, und wir haben eine insgesamt höhere Stoß- und Druckfestigkeit von unserem Holz. Es ist aber poröser und bricht schneller. Die Eigenschaften, die es dadurch bekommt, sind allerdings für eine Speerspitze, eine Pfeilspitze oder so und so weiter und so fort durchaus vorteilhaft. Dann ist beim Holz noch zu sagen, ja eben, gute Biegsamkeit, grundsätzlich gute Bearbeitbarkeit, eignet sich gut, um daraus irgendwelche kleinen Werkzeugstiele herzustellen. Man kann sich auch wunderbar einen Löffel aus Hasel schnitzen, eine Gabel aus Hasel schnitzen. Ich habe diverse Beispiele. Und ja, generell auch ein gutes Schnitzholz. Das Problem sind einfach die Dimensionen, das ist meistens wirklich nur in solchen kleinen Dingern hier eben entsprechend vorliegt. Wenn die mal so dick werden, dann ist es schon ziemlich dick. Deswegen auch selten als Brennholz zu gebrauchen. Kommen wir zu den sonstigen Eigenschaften. Das Ding heißt ja nicht umsonst auch die Haselnuss, ne? Der Haselnussstrauch. Die Nüsse sind schon sehr, sehr, sehr nützlich, wenn es um die Ernährung draußen aus der Natur geht. Damals in der Mittelsteinzeit wird sich die komplette Menschheit überwiegend von Haselnüssen ernährt haben. Da können wir sehr schwer von ausgehen. Haselnüsse, Fische plus Jagderfolge. Wenn keine Jagderfolge da waren, halt nur Haselnüsse und Fische.
Die Haselnuss enthält bis zu 60-70% Öl, hat damit sehr, 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 sehr viel Kalorien und ist ein enormer Energielieferant. Man kann sich nicht ausschließlich von Haselnüssen ernähren, die sind irgendwann dann doch ein bisschen zu einseitig, aber als grundsätzliche Kalorienquelle schon mal hervorragend geeignet, enthalten auch einen ganz guten Anteil an Eiweiß. 650 bis 680 Kalorien pro 100 Gramm einheimische Haselnuss. Was man im Laden so kaufen kann, ist eine südlichere Herkunft der Haselnüsse. Die sind nicht ganz so ölhaltig wie unsere einheimischen. Ja, Erntezeit ist so grob gesagt September plus minus ein bisschen. Tendenziell jetzt ja ein bisschen früher, wo es alles ein bisschen wärmer ist draußen in der Natur. Aber das ist auch nur ganz, ganz, ganz grob. Das kann sich halt sehr stark unterscheiden. So eine nicht züchterisch veränderte, auf Nussproduktion zielende, stinknormale Waldhasel hat aber oft nicht viele Nüsse. Wenn ihr Glück habt, findet ihr noch irgendwo, nachdem sowieso alle tot sind, weil die Zombies sie gefressen haben, in Parks, an Friedhofen oder sonst was, so ein bisschen mehr oder weniger einzelstehende Haselgebüsche. Auch ganze Haselgebüsche, die irgendwelche Wegsäume Wege säumen, so rum. Da kann man dann auch erheblich mehr Nüsse finden, weil sie dann mehr Licht abbekommen und dann natürlich auch eine höhere Nussproduktion haben. Aber pro Haselstrauch würde ich jetzt nicht mit signifikant mehr als, also wenn es nicht ein extremes Haseljahr ist, dann kann man glücklich sein, wenn man da so 20 Kilo Haselnüsse für unser eins in verwendbarer Form pro Strauch findet. Ne? Bei unseren Haseln hier in Deutschland. Ja, heilmitteltechnisch soll sie angeblich ein ganz kleines bisschen die Wundheilung fördernd sein. Da würde ich aber ganz, 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 ganz extrem vorsichtig sein. Nein, beziehungsweise diese Information fast schon wieder ignorieren. Ich wollte es nur mal kurz hinzugefügt haben, dass das eher kritisch zu betrachten ist. Haselnüsse in größeren Mengen bitte nur geröstet verzehren. Ja, und sonst, wie gesagt, Werkzeugstiele, Kochutensilienstiele, sonstige Stiele und auch natürlich Wanderstäbe und Spazierstöcke lassen sich daraus gut herstellen. Wichtig, wenn ihr wollt, dass euer Haselstockerzeugnis lange hält, dann nicht auf den Waldboden legen. Hasel wird ziemlich schnell biologisch abgebaut und sobald sie in Kontakt mit Waldboden kommt, dann ist sie relativ schnell vergammelt. Jo, das ist es zur Hasel dann gewesen. Leicht zu finden, toll zu bearbeiten, universell einzusetzen. Sicherlich eines der nützlichsten, neben der Birke vielleicht die zweitnützlichste, Survival-Holzpflanze, die man so in den heimischen Wäldern finden kann. Vielleicht, aber das kommt immer darauf an, was man halt gerade braucht. Ne? Aber sicher, auf jeden Fall eine der definitiv nützlicheren. Macht's gut, Dankeschön.